I hope it's okay if I do the presentation in English, because we have a lot of... Ich werde auf Englisch zu Ihnen sprechen, da ja viele internationale Gäste hier sind. Und vielleicht warten wir erstmal einen Moment, bis Sie einen Platz gefunden haben. Aber lassen Sie mich vielleicht schon mich kurz vorstellen. Ich bin Thorsten. Ich bin Mitbegründer von Customer Alliance. Wir sind ein Startup hier aus Berlin. Wir waren zunächst nur zwei und haben nun etwa 100 Mitarbeiter, in denen wir versuchen, den Ruf eines Unternehmens online zu steigern. Und es geht zunächst um meine Generation und drei hauptdigitale Influencer im Netz. Ich bin 1985 geboren, das ist also meine Generation hier, die sogenannten Millennials. Ich habe Freunde, die laufen so über die Straße, die werden fast vom Auto überfahren, weil sie ständig ihr Mobiltelefon in der Hand haben. Und wenn man sich heute also nochmal genau ansieht, was denn eigentlich wichtig ist, so geht es darum, wie wir uns vorbereiten können in unserem Bereich auf die Welt des E-Travel oder Online-Travel, Online-Reisen. Wer sind denn dort die Nutzer? Wie nutzen sie es? Welche drei Hauptgruppen kann man ausmachen als demografische Annahmen, nämlich die Babyboomers, die Generation X und die Millennials, also meine Generation? Und kann man diese als einflussreiche Influencer ausmachen, die alle Online-Reviews, soziale Medien und Markenwebsites nutzen? Dann habe ich mich auch gefragt, wie sieht denn heute die Kundenreise aus und was sind denn die praktischen Empfehlungen, die ich Ihnen mit auf den Weg geben kann? Wie können Sie aus diesen Haupttrends für sich selbst einen Nutzen ziehen? Zunächst einmal die Babyboomers. Die Generation X und die Millennials sind, was die Jahre anbelangt, relativ weit auseinander. Ich bin, wie gesagt, 1985 geboren. Ich gehöre zu den sogenannten Digital Natives, ein Early Adopter von neuen technischen Vorrichtungen und ein ethisch ausgerichteter Konsument. Und wir geben wir sind 20% aller Reisenden und geben 180 Milliarden aus. Wie viele Millennials gibt es denn hier? Halten Sie mal die Hand hoch. Sehr gut. Dann Generation X. 1965 bis 1984 geboren. Die haben ein mittleres Einkommen, sind Erwachsene und waren bereits zu Beginn des Internetzeitalters junge Erwachsene. Dann die Babyboomers. Die sind sehr wohlhabend, finanziell sehr gut aufgestellt, haben die neuen Techniken spät oder in der Mitte ihres Lebens erst angenommen und sie leben in der ganzen Welt und arbeiten und reisen in der ganzen Welt. Wer gehört dazu? Okay. Ein sogenannter digitaler Influencer liest Online-Bewertungen. Wir haben uns Online-Bewertungen angesehen. Wir haben auch heute schon viel darüber gehört in mehreren Vorträgen des Tages. Und ich denke, dass Sie alle ja schon einmal sich eine Online-Bewertung angesehen haben. 78% der Millennials finden, dass Online-Bewertungen wichtig sind. Mehr als zwei Drittel der Millennials fragen auch Freunde um Rat, wohin sie reisen sollen. Und schauen sich regelmäßig Online-Bewertungen an. In der Generation X oder bei den Babyboomers ist das Bild etwas anders. Sie finden solche Bewertungen auch sehr wichtig und nutzen es, wenn sie Produkte kaufen, Dienstleistungen, Hotels buchen, Reiseprodukte buchen. Sie machen eine Suche nach Destinationen. Also die sind wirklich auch wichtige Influencer. 50% der Konsumenten kaufen ein Produkt gar nicht erst oder eine Dienstleistung oder buchen kein Hotel, wenn es keine oder schlechte Bewertungen gibt. Alle drei demografischen Gruppen legen also Wert auf solche Bewertungen. Aber schreiben Sie auch welche? Wir nutzen sie oft, aber teilen wir denn auch unsere Erfahrungen? Und da ist es interessant, dass die Millennials, also die jüngste Gruppe, zu 49% ihre Erfahrungen auch online teilen. Das sind 43% bei der Generation X und 32% der Babyboomers. Auch sie haben Bewertungen geschrieben und somit öffentlich mitgeteilt, was sie über eine Marke oder eine Erfahrung denken.
Wenn man sich dabei ansieht, wer sich beklagt, so waren es bei 33% der Millennials so, dass sie sich über eine Marke auch öffentlich beklagt haben, sie kritisiert haben. Es sind also nicht nur positive, sondern auch teilweise negative Reaktionen. Dann haben wir uns gemeinsam mit 5000 Unternehmen in Europa angesehen, wie sich die Anzahl der Bewertungen bei den verschiedenen Altersgruppen entwickelt. Und Sie können hier feststellen, dass die Millennials, Generation X und die Babyboomers alle mehr Bewertungen auf verschiedenen Kanälen in den letzten Jahren geschrieben haben. Sogar bei Generation X und bei Babyboomers ist es so, dass die Anzahl stark angestiegen ist. Sie sind wirklich eine sehr wichtige Gruppe, ein Faktor, der für eine Entscheidungsfindung von größter Bedeutung sein kann, für den Kauf eines Produktes von Bedeutung sein kann, insbesondere in der Reiseindustrie, wo das Produkt ja sehr variieren kann. Man kann es ja nicht anfassen, dieses Produkt, und wir hängen sozusagen von der Erfahrung anderer ab. Was sagen die anderen über die Einrichtung, über das Hotel, über die Service-Dienstleistungen und so weiter? Wir stellen auch fest, dass die Bewertungen manchmal auf sehr professionelle Art und Weise abgegeben werden, und das kann auch Auswirkungen auf den Preis haben. Sie können durchaus einen Punkt auf einer 5-Punkte-Skala bei den Preisen zulegen, ohne dass Sie an der Belegungsrate etwas ändern müssen oder einen Teil Ihres Marktanteils verlieren, weil die Menschen bereit sind, für einen guten Dienst, eine gute Dienstleistung mehr zu zahlen, die sie durch diese Bewertungen erfahren. Wir hatten einen Kunden hier in Berlin, der tatsächlich bei TripAdvisor im Ranking stark angestiegen ist, und ich werde Ihnen später berichten, wie das geschehen ist. Soziale Medien. Wer hat jemals ein Bild seiner Reise auf sozialen Medien veröffentlicht? Fast jeder. Wer hat sich im Netz des Hotels eingeloggt und dort ein Bild gepostet? Auch einige. Also Sie sind sozusagen die professionellen Vermarkter des Reisebusiness, denn wir wollen ja Informationen über das Produkt, und wir vertrauen nicht mehr Radiowerbung oder Fernsehwerbung, diesen traditionellen Formen. Wir wollen erfahren, was denn unsere Freunde eigentlich empfehlen. Und das geschieht natürlich über den Weg der sozialen Medien. Wenn man sich also jetzt diese unterschiedlichen sozialen Medienkanäle ansieht, also Facebook, Instagram, Snapchat, dann stellen wir fest, dass es keine klaren Grenzen zwischen der herkömmlichen Werbung und der Werbung auf Facebook und so weiter gibt. Wichtig ist es für uns, dass wir unsere Erfahrung teilen können mit anderen Menschen und dann sagen können, was auf diesen sozialen Medienkanälen tatsächlich geschieht. Ich bin mit einem Freund vor langer Zeit nach Vietnam gereist, und als er dort war, hat er ein sehr schönes Bild eines Infinity Swimming Pools veröffentlicht, und ich habe das dann hinterher selber auf Facebook gesehen und dachte, das ist doch super, das sieht toll aus. Ein anderer Freund von mir ist genau dorthin gefahren auf der Grundlage dieses Bildes und der Geschichte, die er uns erzählt hat über seinen Urlaub auf Facebook. Also dieses Bild hat tatsächlich mehrere von uns motiviert zu schauen, wo dieses Hotel denn ist, und dann nach Vietnam zu reisen, wo wir noch nie vorher gewesen waren. Eine Markenwebsite. Das ist ein Instrument, das immer wichtiger wird. Ich denke, diese Zahlen zeigen, dass Sie den Inhalt einer Markenwebsite sehr genau pflegen müssen. Denn Sie können so etwas ja auch auf dem mobilen Telefon anschauen. Und es ist nicht gut, wenn dann jemand vom Auto überfahren wird, weil die Website so schwer zu bedienen ist. Also die drei Altersgruppen finden es alle drei sehr wichtig, weitere Informationen von der Produktwebsite zu bekommen. Beispielsweise mehr, als sie in einem Online-Portal einer Reiseagentur bekommen können.
um eben besser zu verstehen, worum es eigentlich genau geht. Also die Investitionen in eine Produktwebsite sind sehr wichtig, insbesondere auch bei mobilen Endgeräten. Und es wird auch darum gehen, Bewertungen auf Ihrer Website online zu stellen, denn das führt zu mehr Vertrauen in Ihr Unternehmen und eine bessere Konversionsrate. 20% höhere Konversionsraten, also mehr Buchungen bei Unternehmen, die Kundenbewertungen auf der Website des Hotels mit veröffentlichen. Im Vergleich eben zu Unternehmen, die das nicht tun. Weder in ihrer allgemeinen Strategie noch auf ihrer Produktwebsite oder Unternehmenswebsite. Also das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Empfehlung. Schauen wir uns als Beispiel einmal den Elefanten im Raum an, nämlich Airbnb. Nach Skift-Aussage ist es so, dass wir Millennials traditionelle Hotels oder Hostels vorziehen. Das fand ich ganz interessant, diese Aussage. Denn wenn wir suchen nach einer Unterkunft für unsere Reise, so schaut man sich auch Fernsehsendungen an. 22 unterschiedliche Websites schaue ich mir durchschnittlich an. Ich gucke mir Booking.com an, dann gucke ich wieder ein bisschen Fernsehen, dann gehe ich zu Airbnb, dann gehe ich zu Hostelworlds.com, dann bin ich wieder gelangweilt, gucke mir wieder ein bisschen Fernsehen an. Also 22 unterschiedliche Websites im Durchschnitt sind meine Erfahrungen. Ich habe auch schon für Airbnb entschieden, aber oftmals für ein Hotel, weil ich den Zugang besser finde, weil es einfacher ist, in einem Hotel einzuchecken. Ich kann das tun, wann immer ich möchte. Also diese Vorteile eines professionellen Anbieters sind sicherlich nicht zu unterschätzen. Ich nutze aber auch Airbnb, weil ich dort so ein Gefühl bekomme, lokal dazuzugehören. Aber es gibt natürlich auch unabhängige Hotels, unabhängige Einrichtungen, die dieses Gefühl ebenfalls verbreiten können. Ich möchte eine authentische Erfahrung. Ich möchte Menschen vor Ort treffen als Millennials. Ich möchte wissen, wie die Kultur funktioniert. Ich möchte ihr Essen ausprobieren und Empfehlungen von den Menschen selbst bekommen. Und immer mehr verstehen Hotels, wie wichtig das ist, das anzubieten. Einer der Gründe, warum wir beispielsweise als Millennials Airbnb nicht so viel benutzen, ist, dass Airbnb immer größer geworden ist. 1 Milliarde Euro, haben Sie gerade gesagt. Das ist etwa der Wert von Airbnb im Augenblick, wurde ermittelt. Dann gibt es das Problem der Gentrifizierung. Und da wir ja ethisch aufmerksame Reisende sind, wollen wir das auch nicht unbedingt mittragen. Und viele europäische Regierungen haben ja auch Gesetze erlassen oder Regelungen erlassen, um diese kurzfristigen Vermietungen zu unterbinden. Aber Airbnb ist auch besonders erfolgreich, weil sie so einen guten Dienst anbieten, so einen guten Inhalt anbieten, weil sie eine nahtlose User-Erfahrung bieten, weil sie immer die Kundenbewertungen eingebettet haben in ihre Website und weil sie einen direkten Zugang zum Eigentümer gestatten und schließlich eine gute Nutzererfahrung mit sich bringen. Was können wir also von denen lernen? Ich denke, die Digitalisierung Ihres Unternehmens ist ein ganz wesentliches strategisches Ziel. Meine Empfehlung wäre also eine Nutzererfahrung ohne Unterbrechung auf Ihrer Website sicherzustellen, denn wenn ich das mache, wenn ich etwas suche, dann gehe ich immer auch auf die Produktwebsite oder die Unternehmenswebsite. Es muss mobil zugänglich sein. Ich möchte nicht, wenn ich am Fernseher sitze und gleichzeitig etwas suche, noch erst zoomen müssen, bis ich verstehe, was denn eigentlich diese Website von mir will. Dann sollten Sie auch so viel wie möglich Bilder nutzen. Wir mögen das, wenn man Bilder sieht, wenn man eine Geschichte nachempfinden kann, dessen, was geschieht. Nehmen Sie auch Bewertungen mit hinein und verwalten Sie die irgendwie, um Ihre Buchungsraten zu steigern. Und man braucht eine sozusagen freundliche Buchungs-
Maschinenbuchungsmöglichkeit, um den Kunden anzusprechen. Nun, die sogenannte Kundenreise, Customer Journey. Wie buchen wir denn? Ich bin jetzt Tobi, der Reisende, 31 Jahre alt, Rucksacktourist, aber wenn er arbeitet, auch durchaus Geschäftsreisender. Wenn er jetzt ein Hotel sucht, so wird er, der auch ein Millennial ist, sich zunächst einmal anschauen, was ist denn das Hotel, was ich für das Geld, was ich zur Verfügung habe, am besten buche. Was sind die besten Bewertungen, was ist das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich will beispielsweise nicht mehr als 100 Euro pro Nacht ausgeben, aber auch nicht weniger als 80 Euro. Und innerhalb dieses Budgets möchte ich das Beste bekommen, was ich bekommen kann. Also schaue ich mir die unterschiedlichen Websites an, Holiday, Airbnb, Expedia und so weiter und filtere dort nach Preis, nach Qualität und nach Bildern, die ich während ich auf der Couch sitze und fernsehe, anschaue, um dann das Beste für mein Geld herauszufinden. Und in diesem Prozess, das ist also die Suchphase, in diesem Prozess kommt irgendwann die Entscheidungsphase. Und bei der Entscheidungsphase würde ich dann auf die Produktwebsite gehen, um dort wirklich zu verstehen, was sind denn die weiteren Vorteile. Haben Sie vielleicht auf Ihrer eigenen Seite noch einen besseren Preis für mich als auf der Agenturseite? Haben Sie weitere Informationen, die ich auf der Standardseite vorher nicht gefunden habe? Und dann ist es auch wichtig, dass man dort wiederum alle Kundenbewertungen anzeigt, um wiederum eine größere Konversionsrate zu erreichen und Direktzugriffe zu fördern. Bevor ich nun also eine Entscheidung treffe, möchte ich aber ja von Ihnen noch erfahren, wie ich denn eigentlich dorthin komme. Also ich möchte eine Mail bekommen. Wie fahre ich dahin? Eine E-Mail auf meinem Smartphone mit den Empfehlungen. Was sind vielleicht die besten Restaurants um das Hotel herum? Was kann ich da sonst noch machen? Welche Ausflüge kann ich machen? Also die Information vor der Ankunft ist ganz wesentlich, denn so fühle ich mich dort willkommen. Und während meines Aufenthaltes ist es so, dass ich vor allen Dingen auf die Dienstleistungen Wert lege. Unsere Kunden wollen von den Nutzern Feedback bekommen, wie sie sich denn eigentlich jetzt in dem Moment fühlen. Zum Beispiel, finden sie es gut oder finden sie es nicht gut? Und wenn sie es nicht gut finden bei uns, was können wir besser machen? Und das hilft natürlich dabei, dass der Kunde sich wirklich wahrgenommen fühlt und damit wir am Ende tatsächlich auch bessere Bewertungen bekommen. Also bitten Sie den Kunden zu empfehlen. Zu empfehlen über Facebook, TripAdvisor, Google, Holiday Chat, Check und unterschiedliche Portale. Denn so können Sie tatsächlich das Ranking verbessern und damit natürlich auch die Anzahl der Buchungen in der Zukunft. Und nun komme ich zu dem Beispiel, das ich schon am Anfang angesprochen hatte. Die Top 10 Hotels in Berlin sind zu 40% unsere Kunden. Was machen die denn anders? Also, zunächst einmal nutzen Sie den gesamten Prozess. Sie nutzen Bewertungen während des Aufenthaltes, vor dem Aufenthalt und nach dem Aufenthalt und nutzen alle Informationen, die Sie von den Gästen bekommen. Und Sie arbeiten dann tatsächlich an der Qualität. Also, einer der General Managers sagte zu mir, ich will einer der ersten 10 bei TripAdvisor kommen. Und ich sagte, naja, Sie sammeln ja schon die Bewertungen, das ist sehr gut, proaktiv. Aber was Sie vielleicht noch tun sollten, ist hier beim Frühstück was zu ändern. Denn in jeder zweiten Bewertung steht was über das Frühstück, was nicht gut ist. Er hat dann mit dem Frühstücksverantwortlichen gesprochen. Sie haben die Präsentation geändert und binnen 4 Wochen waren sie dann schließlich wirklich unter den ersten 10 Hotels. Und ungefähr 40% unserer Kunden sind nun bei den ersten 10 in Berlin, weil sie eben diese Bewertungen während des Aufenthaltes, vor dem Aufenthalt und nach dem Aufenthalt gesammelt haben und darauf reagiert haben. Nutzen Sie also alle Kanäle, nutzen Sie E-Mail, oftmals
bekommen Sie ja auch über E-Mail die Bewertungen der Kunden. Nutzen Sie das Wi-Fi? Also wenn die Gäste sich ins Internet einloggen über ihre Internetseite im Hotel, können Sie die Gäste bitten, eine Bewertung abzugeben, und bitten Sie sie auch, ihre Bewertung auf Facebook oder Instagram zu teilen. Denn jeder Gast, der das dann tut, 200, 300, vielleicht auch 1000 Freunde werden das lesen, und das sind dann immer Botschafter für ihre Marke, für ihren Geschäftszweig, und das ist gewissermaßen eine Marketingmaßnahme umsonst. Das bedeutet, wenn Sie die Customer Journey verstanden haben, die Reise des Kunden verstanden haben, haben Sie bessere Möglichkeiten zu beeinflussen und haben letztendlich die Möglichkeit, besseren Service zu bieten und dadurch mehr Buchungen zu erreichen. Was sind nun die Hauptpunkte, die Sie mit nach Hause nehmen sollten? Zunächst einmal arbeiten Sie an Ihrer Marketingstrategie. Wie viele Menschen kümmern sich um Qualität in Ihrem Unternehmen? Die meisten kümmern sich um Preis. Also tun Sie das, und dann kriegen Sie auch bessere Bewertungen. Aber bitten Sie auch Ihre Gäste, tatsächlich eine Bewertung zu schreiben, eine Empfehlung zu schreiben. Finden Sie einen Ort in Ihrem Hotel, wo man eine solche Bewertung schreiben kann. Das kann vielleicht auch ein Tablet sein, was Sie zur Verfügung stellen. Welchen Kanal Sie auch immer nutzen, scheinen Sie kreativ zu sein und versuchen Sie, von Ihren Kunden Bewertungen zu bekommen. Es gibt Hotels, die nicht mehr direkt verkaufen, aber dennoch 20% Steigerung der Belegungsrate hatten, weil sie einfach immer mehr Bewertungen von ihren Gästen bekommen haben. Also es ist ein schöner, angenehmer Weg, um Verbesserungen herbeizuführen. Drittens, bleiben Sie immer authentisch, bleiben Sie Ihrer Marke und Ihren Dienstleistungen treu und verstehen Sie, was die Kunden wollen, warum kommen die zu Ihnen. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie von bestimmten Gruppen schlechte Bewertungen bekommen, von Babyboomers und gute von Millennials oder so, dann konzentrieren Sie sich halt auf die eine Gruppe, die Sie gut findet. Wer ist der gute Gast für Ihre Einrichtung? Vielleicht müssen Sie nicht alle Gäste bedienen. Vielleicht sind Sie besonders gut geeignet, sich um Babyboomers zu kümmern oder um Millennials oder besonders gut Geschäftsreise bedienen können. Also was ist die richtige Zielgruppe? Und dann werden Sie aus dieser Gruppe mehr Bewertungen bekommen und bessere Buchungsraten. Dann nutzen Sie Empfehlungen in den sozialen Medien. Bitten Sie Ihre Kunden, Sie wirklich auf den sozialen Medien Ihre Bewertungen zu teilen, um sozusagen diesen viralen Effekt zu nutzen, damit die Menschen, die Gäste tatsächlich ihre Geschichte teilen, und das über verschiedene Kanäle. Dann sollten Sie auch die Bewertungen auf Ihrer Website haben. Pflegen Sie Ihre Website, steigern Sie so Ihre Buchungsraten durch die Nutzung von Online-Bewertungen und sozialen Medien. Und wenn Sie das tun, das zeigt hier eine Fallstudie, dann werden Sie einen Erfolg haben. Sie haben hier CA, dieses Unternehmen, in Ihre Website integriert, und bei 3.700% und größere Direktbuchungen haben Sie diesen Wert steigern können. Das ist ein gutes Beispiel, bei Return on Investments vor allem, wie Sie ein besseres Profil für Unternehmen schaffen können. Die haben also fast 1 Million über diese Website an zusätzlichen Einnahmen erzielen können. Vielen Dank, und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und etwas genutzt.